Herzlich willkommen zurück zu Tag 1 der Digital Office Conference 2021. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir hoffen, dass Sie die Pause gut nutzen konnten, ob um frische Luft zu schnappen für eine kleine Stärkung oder eben für das digitale Networking, was ja hier auf der Plattform sich wunderbar anbietet. Wir starten in den Nachmittag und jetzt sind die Themen, die im Vordergrund stehen, der Digital Workplace und das ortsunabhängige Arbeiten, was ja aktuell eine absolute Notwendigkeit ist. Vorab noch wieder der Hinweis auf zu Swapcut, damit Sie das bestmöglich nutzen können. Zum einen wieder der Hinweis, schauen Sie sich gerne die Partnerangebote und die Partner-Area an. Da gibt es eine Menge zu entdecken und auch die Möglichkeit, in kurzen Calls unsere Partner kennenzulernen. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über viel Interaktion. Das hat heute Vormittag schon super geklappt. Da wurden Fragen gestellt, da wurde diskutiert, da wurde schon gesagt, von wo aus überall zugeguckt wurde. Also da gerne weiter mitmachen. Da auch der Hinweis, gleich gibt es auch eine Umfrage beim nächsten Programmpunkt. Auch da gerne immer rechts in die Leiste schauen, was da gerade passiert und mitmachen. Mitmachen gerne auch weiterhin auf Twitter. Der Hashtag ist Doc21. Da freuen wir uns auch, wenn Sie mitdiskutieren. Und ja, dann lassen Sie uns nochmal ins Programm des Nachmittags blicken. Und Nils hat hier uns ein paar Highlights mitgebracht jetzt. Genau. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir werden den Themenblock des Digital Workplace aus verschiedenen Facetten, aus verschiedenen Blickwinkeln jetzt im Themenblock analysieren und uns mit diesen auseinandersetzen. Uns erwarten spannende Impulse von unter anderem WinDream, Slackbox, Konica Minolta und Experis. Und mit dem Programmpunkt 7 Thesen aus dem Digital Office für das New Normal wagen wir sogar einen kleinen Blick in die Zukunft. Begleitet wird das Programm auf der Hauptbühne durch drei spannende Workshops, zu denen Sie sich natürlich noch jederzeit anmelden können. Allerdings sollten Sie schnell sein, da die Plätze begrenzt sind. So, das war es dann auch schon von mir, Linda. Genau, vielleicht noch ein Hinweis, gleich startet auch direkt wieder ein Workshop. Das heißt, an der Stelle können Sie mal gucken, ob noch Plätze frei sind. Der Hinweis auch nochmal, weil ich es gerade noch im Bildschirm gesehen habe, nachher gibt es auch noch das Pub-Quiz. Machst du eigentlich auch mit, Nils? Ich glaube, ich darf nicht mitmachen, weil ich wahrscheinlich sonst gewinnen würde. Nein, Quatsch. Aber du bist danach zum Networking, genau, glaube ich, wieder mit genau. dabei. Genau, auf Wanda findet dann das Networking statt und da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Super, ja, also es ist noch eine ganze Menge heute, was ansteht und wir starten dann auch direkt und gehen wieder ins Programm. Weiter geht es mit einem echten Hochkaräter, nämlich der Keynote von Rona van der Zander. Sie ist Co-Gründerin von Cycross und spricht jetzt darüber, was es noch braucht, um den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft zu gestalten. Tools, so Rona, die gibt es schon wie Sand am Meer, um das mal salopp zu sagen. Aber unser Mindset, das muss eben auch noch im digitalen Zeitalter ankommen. Ja, und ich freue mich jetzt sehr auf den Talk, freue mich sehr. Würde mich vorher aber noch mal interessieren, Rona, von wo bist du denn zugeschaltet? Wo sehen wir dich denn gerade? Ja, eigentlich bin ich ja in Berlin, aber tatsächlich bin ich gerade am Steinhuder Meer. Das ist unsere Corona-Dependance inzwischen. Also sitze jetzt am See, denn die Digitalität hat es möglich gemacht, das digitale Office. Und so kann ich jetzt also schon remote vom Land arbeiten. Herrlich, da muss ich sagen, sind wir jetzt ein kleines bisschen neidisch. Ich habe da gerade auch in der Regie das eine oder andere Seufzen gehört. Und da wären wir jetzt in der Tat auch gerne. Aber umso besser, dass das jetzt alles funktioniert und dass wir dich jetzt trotzdem zugeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, starte gerne. Wir freuen uns sehr auf deine Keynote. Ja, danke euch. Ich wäre natürlich auch super gerne mit euch in Berlin, aber freue mich riesig, dass wir das jetzt ja auch digital so umsetzen können. Und ich würde reinstarten mit einer kleinen Frage ans Publikum. Ihr habt schon angesprochen, das ist auch eingeblendet unter den Umfragen. Ich würde nämlich gerne mal von euch und Ihnen so einen Tipp haben. Was denken Sie denn wohl, wie viele E-Mails wir täglich im Homeoffice, im digitalen Office senden? Wie viele geschäftliche E-Mails? Sie können mal abstimmen. Ich bin gespannt, dann hinterher die Ergebnisse zu hören. Sind das unter 50, über 50 oder vielleicht sogar über 100? Und wer jetzt auch nicht abstimmen mag, kann ja mal kurz in sich reinhorchen und denken, wie viele geschäftliche E-Mails sende ich wohl so am Tag? Und inzwischen sind es ja nicht nur E-Mails, sondern eben auch Slack-Nachrichten, Teams-Nachrichten und auch noch andere Kommunikationskanäle, die wir mit Nachrichten bedienen. Tatsächlich sind es inzwischen täglich um die 126 Nachrichten, um die 126 E-Mails, die wir schicken und wir checken unsere Inbox im Schnitt am Tag 77 Mal. Das heißt, wir konzentrieren uns im Schnitt alle 3 Minuten auf eine neue Aufgabe. Und wenn wir nicht gerade im Teams
oder im Slack oder in irgendwelchen anderen Chat-Funktionen sind und Nachrichten schicken, dann hängen wir in diesen Videocalls. Jetzt inzwischen oft back-to-back springen wir vom einen Call in den nächsten. Ich glaube, wir haben das alle letztes Jahr erlebt. Das kommt euch und Ihnen wahrscheinlich bekannt vor, wie anstrengend das auch letztes Jahr war, die Kommunikation auf all diesen Kanälen und eben auch die endlosen Videocalls. Mein Leben, das sah letztes Jahr so aus. Ich habe schon angesprochen, ich konnte sehr viel mehr auf dem Land arbeiten als vorher. Also im Gemüsegarten, im Garten, aber auch mal in Berlin auf dem Balkon, im Bett, auf dem Sofa, auch mal ab und zu am etwas traditionelleren Schreibtisch oder eben auch mal unterm Haselnussbaum. Immer aber damit dabei, ob auf Balkon, Sofa oder Schreibtisch, der Laptop, die Nachrichten, die Videocalls. Was ist im letzten Jahr passiert? Was haben wir gemacht? Wir haben unsere alte präsenzbasierte Arbeitskultur in den digitalen Raum verlegt. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben auch gesehen, dass das geht. Wir können von überall arbeiten. Wir waren natürlich dazu noch und sind auch immer noch in einer globalen Pandemie. Es gab viele andere Herausforderungen natürlich wie Homeschooling, wie gesundheitliche Herausforderungen. Aber trotzdem, das Arbeiten, das hat eigentlich bei den meisten von uns sehr, sehr gut geklappt. Natürlich können auch noch nicht alle digital arbeiten. Viele, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, können das auch noch nicht. Aber die von uns, die virtuell arbeiten können und konnten, haben doch gemerkt, das geht eigentlich ganz gut. Das heißt, ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ist die Zukunft digital oder nicht, ist sie virtuell oder nicht. Für ganz, ganz viele von uns ist das Digital Office, das digitale Büro schon hier. Und ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Zukunft ist remote first. Es wird in 2030 keine Büros mehr geben oder zumindest nicht mehr so, wie wir sie in 2019 noch kannten. Wie genau wir unser Zusammenkommen auf Büroflächen dann gestalten, wenn wir uns auch mal wieder spüren wollen, Resonanz fühlen wollen im echten Leben, das denke ich, können wir noch austangieren, wie genau das aussieht. Aber die Zukunft ist definitiv virtuell und dezentral. Und wir sehen eben auch, dass das im letzten Jahr unglaublich gut angekommen ist bei den Menschen, die so arbeiten konnten. Wir sehen, dass um die 75% der Menschen, die virtuell arbeiten konnten, das weitermachen wollen. Und genau das Gleiche zählt auch für die Firmen. Man hat Zugang zu globalen Kalendern, man spart an Immobilien und Miete. Das wurde ja in verschiedenen Sessions heute auch schon angesprochen. Und wir wissen vor allen Dingen, diese Menschen, die alle virtuell weiterarbeiten wollen und die dies letztes Jahr tun konnten, sie sind grundsätzlich gesünder, glücklicher und auch produktiver, wenn man es denn dann richtig umsetzt. Aber was bedeutet jetzt richtig umsetzen? Wie kann man denn gut arbeiten im digitalen Office? Und was haben wir da eigentlich letztes Jahr unterm Haselnussbaum und auf unseren Sofas gemacht? Das möchte ich mir ein bisschen genauer mit Ihnen und euch angucken und dann auch überlegen, wie kann die Zukunft da eigentlich aussehen? Wie sah die Kommunikation im digitalen Office aus? Ich habe eingangs schon ein paar Punkte angesprochen und möchte noch mal etwas tiefer reinstarten mit der synchronen Kommunikation, diesen berühmt-berüchtigten Videocalls. Tatsächlich sehen wir auch statistisch, dass wir im letzten Jahr einen Anstieg von im Schnitt 55% von Meetings pro Woche hatten im Vergleich zu der Pandemie. Wir müssen nicht mehr reisen, wir müssen nicht mal mehr das Büro wechseln. Wir können uns wirklich im Sekundentakt von Meeting zu Meeting klicken. Wir planen uns auch keine Toilettenpause mehr ein. Und letztens habe ich sogar von einem Kollegen gehört, der in 2 Meetings gleichzeitig eingewählt war. Das heißt, wir treiben das inzwischen auch wirklich auf die Spitze. Unsere Videocalls, sie sind enorm angestiegen und ich habe gelesen, dass Bayer, natürlich auch ein großer Konzern, aber dass Bayer im letzten Jahr 130.000 Videomeetings am Tag bei sich gezählt hat. Und ich denke, das zeigt schon diese schiere Masse an Zoom-Calls, an Teams-Calls, an Videomeetings, in denen wir eben täglich uns befinden. Und Zoom-Fatigue ist auch ein Begriff, der geprägt worden ist im letzten Jahr. Wir sind erschöpft davon, wir sind kaputt. Und wir wissen auch, dass 30 Minuten im digitalen Raum so anstrengend sind wie 60 Minuten offline. Das heißt, es ist die doppelte kognitive Kapazität, die wir dafür brauchen. Und wir sind einfach erschöpft. Aber wie sieht es denn mit unserer asynchronen Kommunikation aus? Wenn wir also nicht in den Videocalls im digitalen Office hängen, dann schreiben wir ja auch noch unglaublich viele E-Mails, wie ich schon angesprochen hatte, im Schnitt 126 am Tag. Wir checken unsere Inbox alle 77 Mal und Slack alle 6 Minuten im Durchschnitt. Das heißt, ständig wird die Konzentration neu fokussiert auf eine neue Aufgabe.
Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, die Statistiken und die Zahlen und wenn wir auch mal an unseren Arbeitsalltag denken, dann klingt das ganz schön verrückt und ganz schön wahnsinnig. Cal Newport nennt das die Hyperactive Hive Mind, sozusagen den hyperaktiven Bienenstock. Und diese Kultur, die wir etabliert haben, der ständigen Kommunikation mit unstrukturierten und ungeplanten Nachrichten. Das heißt, wir sind im konstanten Multitasking-Wahnsinn und das wirkt sich natürlich auf unsere Produktivität und auch auf unsere Gesundheit aus. Und ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, wie viele von Ihnen inzwischen früh morgens oder auch spät abends arbeiten oder sogar am Wochenende, um sich einfach mal ungestört konzentrieren zu können und Ruhe zu haben. Denn dieses schnelle Antworten und ständige Hin und Her ist natürlich unglaublich anstrengend und macht uns unproduktiv. Dieser Kampf gegen die vollen Inboxen und gegen die Meetings und diese frenetische Kommunikation, das ist natürlich eigentlich keine Arbeit. Und wir sehen auch in den Statistiken, dass es eben Menschen nicht erfüllt, dass ungefähr 50% der Mitarbeiterinnen sagen, sie würden eher bei ihrem aktuellen Arbeitgeber bleiben, wenn sie weniger E-Mail und weniger Kommunikation hätten. Und ich glaube, auch wir gucken oft abends zurück und denken, was haben wir eigentlich heute gemacht? Was haben wir eigentlich heute erreicht und finden das vielleicht auch unerfüllend, dass wir eben wieder viel kommuniziert, aber nicht sehr viel umgesetzt haben. Und das sind ja nicht die Tools an sich, sondern eben unser Umgang damit. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon davon wegkommen, nur über die Arbeit zu sprechen und zu reden und darüber zu schreiben, sondern eben wirklich auch ins Tun zu kommen. Und ich mag da immer ganz gerne das Bild vom Feuer. Das hat mein Mann letztens zu mir gesagt. Als Menschen das Feuer erfunden haben, haben sich wahrscheinlich auch viele erstmal daran die Hände verbrannt. Und ich habe manchmal, wenn wir jetzt auch aufs digitale Office schauen, auf all diese Tools, die wir hier auch heute besprechen, manchmal doch den Eindruck, dass das Internet doch noch Neuland für uns ist, dass diese digitalen Medien doch noch Neuland für uns sind. Denn eigentlich sollten wir ja schon viel produktiver, glücklicher sein, viel weniger arbeiten mit diesen allen digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Und dennoch sind wir eben auch oft erschöpft und es ist ganz schön viel. Das heißt, ich denke, es ist jetzt wirklich Zeit umzudenken und zu überlegen, wie können wir denn Technologien einsetzen, dass wir sie nutzen und nicht sie uns. Das heißt, nicht den ganzen Tag nur E-Mails schreiben, abends nochmal über Social Media scrollen und sich dann fragen, was habe ich eigentlich heute gemacht? Wo hat Technologie wirklich meinen Arbeitsalltag erleichtert? Wo bin ich wirklich weitergekommen? Wo habe ich was gelernt? Und wirklich zu überlegen, wie können wir die Technologien eben zu unserem Vorteil einsetzen? Und daher jetzt der Punkt, die Zeit, wirklich die alte Präsenzkultur, diese alte Arbeitswelt, die wir natürlich auch im Schock der Corona-Krise einfach in den digitalen Raum gehoben haben, jetzt wirklich in eine neue Ära, in ein neues digitales, asynchrones Setting zu versetzen und zu überlegen, wie wollen wir denn in Zukunft zusammenarbeiten? Und ich glaube, dass es hier jetzt keine einfachen Antworten gibt, zu sagen, ach, alle E-Mails abschaffen, keine Meetings mehr machen. Es ist ja ganz, ganz toll, was wir schon an Tools und Möglichkeiten haben. Und ich glaube auch, dass wir das Wo inzwischen geklärt haben. Und jetzt wirklich die Frage ist, wann und wie wollen wir denn in Zukunft zusammenarbeiten und wie können wir das gestalten? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, ein paar Anregungen, auch Erfahrungen, die wir mit Cycross, mit unserem Team im letzten Jahr gemacht haben, wie wir gut mit allen tollen Möglichkeiten, die wir durch Technologie haben, im digitalen Office zusammenarbeiten können. Das erste ist tatsächlich Default to No. Also immer erstmal Nein sagen zu allen Meetings. Wenn ich eingeladen werde, ist die Antwort immer erstmal, warum soll ich denn da hinkommen? Warum soll ich teilnehmen? Was ist mein Beitrag zu diesem Meeting? Und die Frage, brauchen wir wirklich ein Meeting für diese Aufgabe? Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt, synchron versus asynchron. Was ist synchrones Arbeiten? Was braucht synchrones Arbeiten? Und wo können wir eben auch sehr, sehr gut uns asynchron austauschen? Denn ich denke, dass man dann manchmal so ein Meeting hat und im Nachhinein sagt, naja, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. Oder wir hätten eben auch asynchron arbeiten können mit diesen ganzen Möglichkeiten, den Cloud-Lösungen, die wir heute schon haben. Das wurde hier heute auch schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt inzwischen eben so viele Möglichkeiten, wunderbar direkt an den Themen asynchron digital zusammenzuarbeiten und sich eben dann vielleicht mal zu einem synchronen Austausch zu treffen, der wirklich wertvoll ist und in dem man dann in die Tiefe gehen kann, diskutieren kann, die Arbeit vorweg aber eigentlich schon geleistet wurde. Jetzt habe ich gesagt, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können, während wir dreimal hin und her geschrieben haben, wann wir denn alle Zeit haben, wie wir das machen, wir hätten uns auch asynchron darüber austauschen können. Aber die E-Mail-Flut ist natürlich auch eine Herausforderung oder die Nachrichtenflut.
Und daher auch immer reflektieren im Team, wann und wie kommunizieren wir über Nachrichten, wann erwarten wir auch Antworten. Wenn ich spätabends nochmal eine E-Mail schicke, erwarte ich dann eine Antwort vom Team, beziehungsweise auch für sich selbst zu reflektieren, schicke ich jetzt vielleicht nur eine E-Mail, damit das To-Do von meinem Tisch ist. Es wäre aber viel schneller, wenn ich mich selber darum kümmern würde, als es jetzt einem Kollegen oder einer Kollegin aufzuerlegen. Und dann auch wichtig, der Kontext-Switch. Ich denke, das ist auch was, was wir auch noch lernen können im digitalen Office. Wir haben eben inzwischen viele verschiedene Möglichkeiten, aber auch das Tool mal zu switchen und zu sagen, wir sind jetzt zum Beispiel beide auf Slack und diskutieren schon 5 Minuten jetzt hier per Nachrichten über dieses Thema, kommen aber nicht zu einem Schluss. Und vielleicht wäre es viel einfacher, jetzt mal den Hörer in die Hand zu nehmen und uns anzurufen und uns einfach kurz synchron in einem Telefongespräch darüber auszutauschen, weil wir ja scheinbar gerade beide über das gleiche Thema nachdenken und hier mit Ping-Pong hin und her nicht weiterkommen. Also auch zu gucken, was für ein Tool brauche ich wann? Wann ist vielleicht der gute alte Telefonanruf auch mal wieder angebracht? Ganz spannend, natürlich, wir mit Cycross, wir sind natürlich audioaffin, weil wir eine Lösung für Audiokommunikation bauen, aber eben auch für alle anderen mal neue Sachen auszuprobieren und Audio zum Beispiel als asynchrones Kommunikationsmittel, was man eben schnell und auch sehr authentisch unternehmensintern teilen kann, einzusetzen und vielleicht mal eine Audio-Nachricht zu senden zu einer neuen Idee, zu einem Meeting-Update, zu einem Team-Update oder einem Projekt-Update, wo ich keine lange Nachricht schreiben muss und mein Kollege, meine Kollegin können sich das dann anhören, wann es für sie passt. Es ist sehr authentisch und ich kann mir das Update sogar auf die Ohren packen und mal raus in den Garten oder in den Wald gehen und muss nicht vorm Bildschirm sitzen. Und die Emotion, die hatte ich schon angesprochen. Ich denke, in all dem ist es natürlich auch wichtig, dieser Kit der Emotion in unserer Kommunikation. Wie bringen wir den rüber, wenn wir alle virtuell im digitalen Office sitzen? Und wir arbeiten ja schon viel mit Emojis oder mit Smileys, um auch rüberzubringen, was soll meine Nachricht hier eigentlich aussagen? Wir sehen auch da wieder Statistiken zeigen, oft kommt das gar nicht an, ob etwas ironisch gemeint war oder lustig gemeint war, nur durch Text. Das heißt, man arbeitet mit diesen Smileys, Emojis oder auch da ist Audio natürlich eine spannende Möglichkeit, weil ich eben zwischen den Zeilen hören kann und es dann doch auch nochmal was anderes ist, wenn ich ein Ideen-Update von einem Kollegen oder einer Kollegin bekomme, als nur ein Bullet-Point-Text durchzulesen. Und all das, dieses digitale Office mit dem einen Ziel im Kopf, dass wir alle mehr Zeit zum Denken und Tun haben. Das ist tatsächlich auch bei uns bei Cycross das ultimative Ziel, mehr Freiraum zu schaffen und mehr Flexibilität, um wirklich gut zu arbeiten. Und ich glaube, das muss auch unser ultimatives Ziel für die Zukunft sein. Denn manchmal frage ich mich, haben wir jetzt wirklich Flexibilität dadurch erreicht, dass wir alle auf dem Sofa sitzen können, aber den ganzen Tag gestresst 100 E-Mails schreiben und in Videocalls hängen. Wie können wir jetzt wirklich dahin kommen, die Technologie so einzusetzen, dass wir unsere ganze Gehirnpower, unsere Brainpower richtig einsetzen und wirklich Innovationen und neue Ideen vorantreiben können? Und dann kann die Zukunft vielleicht auch so aussehen, mal draußen an der frischen Luft mit einem Update auf den Ohren und einfach mal nachdenken, Zeit zum Nachdenken und sich neue Ideen von Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel anzuhören. Ich glaube aber definitiv, die Zukunft ist eben nicht alle 6 Minuten kommunizieren, sondern mehr Zeit zum Tun und Nachdenken zu haben. Und ich freue mich auf die Fragen, auf den Austausch oder gleich auch noch in die Speakers Lounge, was eure Erfahrungen sind und wo wir vielleicht dann auch noch anknüpfen können für die Zukunft und die Dinge anders zu machen. Super. Vielen, vielen Dank, Rona van der Zander, für den tollen Impuls. Vielleicht kurz das Feedback zu den Umfrageergebnissen. Ja, ich bin gespannt. Genau, es gab niemanden, der mehr als 100 angegeben hat in der Tat. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Gefühl, wo man ja dann auch vielleicht doch die Newsletter oder was relativ schnell wegsortiert. Weniger als 50 E-Mails, so rum, das waren 55%. Mehr als 50 waren 45%. Also es ist relativ ausgeglichen an der Stelle. Ich habe gedacht, ich gucke heute Abend einfach mal, oder heute ist vielleicht ein schlechter Tag an einem normalen Arbeitstag, wo wir nicht hier im Studio stehen, einfach mal in mein Postfach und mal zähle mal. Was war denn so dein Rekord bisher an E-Mails? Ja, tatsächlich nutzen wir im Team auch gar keine E-Mails mehr. Also wir sind eben auch inzwischen komplett auf Slack und versuchen das ja sowieso zu minimieren, also nicht so viele Nachrichten hin und her zu schießen. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, ich komme auch trotzdem noch, obwohl es überwiegend externe Kommunikation mit Kunden und so weiter ist, auf 20, 30 E-Mails am Tag. Okay. Also es geht schneller, als man denkt.
Ich kriege hier gerade schon Live-Update. Inzwischen sind es 62%, die weniger als 50 angekreuzt haben und 38 nur noch mehr als 50. Also machen Sie da doch gerne noch mit. Mal gucken, wie sich das hier im Q&A noch verändert. Aber Nils, ich übergebe erstmal an dich. Du hast auch noch Fragen. Genau, also die 100 E-Mails knacke ich auch nicht. Ich kriege sehr viele E-Mails und schreibe auch viele E-Mails, aber 100 ist wirklich schon viel. Rona, ja, vielen Dank für deinen wundervollen Vortrag. Hast du vielleicht Tipps für uns gegen Ermüdung? Also was machst du, wenn du dich ermüdet, geschlaucht fühlst von vielen synchronen Meetings? Ja, was sind deine Tipps und Tricks vielleicht für uns? Na, zunächst natürlich erstmal reduzieren. Ne? Das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Also einfach gar nicht mehr so viel in den vor allen Dingen Back-to-Back-Meetings auch hängen. Und da sehe ich auch, es gibt ja inzwischen auch ein Default von vielen Kalender-Tools, dass direkt 5 Minuten oder 10 Minuten Pause eingeplant werden. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich Pausen gönnen. Da gibt es inzwischen auch ganz spannenden Research tatsächlich von Microsoft, was mit dem Gehirn passiert, wenn man Pausen macht versus wenn man eben keine Pausen macht. Also diese Regeneration, die unser Gehirn natürlich auch braucht. Also als allererstes Meetings reduzieren, gucken, wofür müssen wir uns wirklich synchron austauschen, dann Pausen einplanen. Und ich versuche zum Beispiel meine Vormittage immer frei zu halten, um wirklich Deep Work, also wirklich konzentriert an Themen, an Dingen zu arbeiten. Und dann nachmittags, wenn ich auch schon nicht mehr ganz auf der Gehirnhöhe bin, sozusagen auch Meetings zu machen, mich auszutauschen, was natürlich auch total toll ist, dass wir diese Möglichkeit haben. Und viel rausgehen. Frische Luft, Sauerstoff braucht das Gehirn. Da bin ich natürlich auch gerade sehr dankbar hier auf dem Land, dass man immer mal schnell ins Feld gehen kann. Aber auch in Berlin einmal runter an der Spree bewegen und frische Luft. Ich glaube, das ist was, was wir auch einfach in dieser Zeit überhaupt nicht schleifen lassen dürfen. Und die Tendenz ist natürlich doch immer schnell weiter mieten und gleich ins Nächste klicken, aber sich diese Pausen, Bewegung und frische Luft gönnen, super, super wichtig. Was würdest du denn sagen, wer ist da in der Hauptverantwortung? Bin ich das letzten Endes als zum Beispiel Mitarbeiterin, dass ich sagen muss, okay, ich nehme einfach diese Pausen. Welche Rolle kann da auch Führungsteam zum Beispiel übernehmen? Also wie kann man das schaffen? Weil ich finde auch, man nimmt sich das, also ich habe das oft, ich gehe morgens an den Rechner und sage so, heute gönne ich mir die Pausen, heute nehme ich mir die Zeiten und dann sitzt man da und ist dann doch, ertappt sich dabei, dass man das Mittagessen vielleicht doch mal am Rechner nimmt. Also wen siehst du da auch so ein bisschen in welcher Verantwortung? Ja, ist eine spannende Frage, weil das natürlich in beide Richtungen irgendwie funktioniert. Ich glaube, die Führung oder Leadership kann natürlich viel vorleben und auch einfach darauf achten, aber gleichzeitig eben auch im Team zu gucken, wie kommunizieren wir, was machen wir eigentlich, auch da zu reflektieren, wie viele Meetings stellen wir uns eigentlich ein, was funktioniert. Auch bei Cycross im Team, wir reflektieren immer wieder, was brauchen wir nicht, was funktioniert nicht gut. Aber alles in allem denke ich, dass das was ist, wo wir aufeinander achten müssen und es auch vorleben müssen und auch ganz klar in neue Gewohnheiten kommen müssen, um einfach diese Freiräume zu schaffen und ein aufeinander gucken. Also ich denke von Leadership-Seite, aber eben auch von Team-Seite immer wieder reflektieren und gucken, was geht nicht, wo können wir auch mal neue Sachen ausprobieren, ist, denke ich, das, was wir in Zukunft brauchen. Tatsächlich sehen wir auch, also ein Beispiel, was ich da immer ganz gerne so bringe, ist, wir haben mal mit zwei Kunden gesehen, die einfach die Server zum Beispiel abends abgestellt haben, weil sie gesagt haben, wir machen einfach ab 18 Uhr, kommuniziert hier niemand mehr, dann ist Feierabend, dann ist Pause. Das sind ja auch ähnlich, wie wir jetzt schon bei Gesetzen sehen in Frankreich. Und dann sind die Mitarbeiterinnen einfach auf andere Tools, also zum Beispiel auf LinkedIn migriert und haben dann halt da weiter kommuniziert abends, wenn die Server der Firma nicht mehr zu erreichen waren. Das heißt, ich glaube, es gibt da auch keine einfachen Lösungen mehr, dass man jetzt sagt, ihr müsst alle um 18 Uhr Feierabend machen, weil wir wollen ja die Flexibilität vielleicht auch nutzen oder ihr müsst jetzt die Pausen so und so einplanen. Ich glaube, es ist viel Kommunikation in der Zukunft und eben auch leider keine einfachen Antworten mehr. Also kein, wir machen jetzt die Server dicht oder hier sind jetzt, so sind jetzt die Pausenzeiten. Ich glaube, da braucht es viel Kommunikation im Team, vorleben, aber natürlich auch im Team reflektieren und kommunizieren. Vielleicht ein spannender Übergang zum Thema Leadership im Digital Office. Du bist ja auch Unternehmerin und ihr habt ein Team. Wie funktioniert denn gutes Leadership im Digital Office? Hast du da vielleicht noch Einsichten für uns?
Ja, also wieder natürlich super viel Kommunikation, die auch nicht einfacher wird, wenn man sich nicht sieht. Ne? Das ist natürlich was, was viele auch sagen, dieses ich sehe die Mitarbeiterinnen gar nicht und wie geht's denen denn? Wobei ich glaube, dass man da natürlich auch immer einfach mal anrufen kann und mal durchklingeln kann, sagen, hey, wie läuft's, wie sieht's aus, sich auch mal bilateral austauschen kann. Ein Learning, was wir tatsächlich als Team hatten, auch wieder was diese Meetingkultur angeht, wir merken wirklich, wir brauchen keine Meetings zum Zusammenarbeiten. Ja? Also wir können wunderbar asynchron überall die tollen Cloud-Lösungen, die wir nutzen, direkt an den Tasks, an den To-Dos arbeiten. Aber wir haben 2 Meetings die Woche, montags und freitags, um uns einfach mal auszutauschen und zu hören, Mensch, wie geht's dir denn? Und was läuft? Was ist los bei dir? Wie war das Wochenende? Und ich glaube, das ist auch was, was oft verloren geht jetzt. Das sagen ja viele, ne? Die Kaffeeküche fehlt und so weiter. Aber auch wenn wir ein Meeting haben, wir sind dann sofort zur Agenda, sofort loslegen, reinstarten ins Thema und gar nicht lange hier rumreden, wie es uns geht oder so. Also dahin zu kommen, diese Zeit sich auch zu nehmen, sich auszutauschen, sich auch persönlich und menschlich auszutauschen. Wir haben auch immer Kamera an, das ist uns auch super wichtig, also uns auch zu sehen. Und tatsächlich ist das auch was, was wir vorher schon festgestellt haben, wenn wir Team-Events hatten oder Team-Meetings, ging es halt auch ganz oft darum, einfach gemeinsam zu essen, zu lachen, Zeit zu verbringen. Das haben wir natürlich gerade nicht, aber das auch im digitalen Raum zu pflegen, also diesen persönlichen Austausch einfach zu haben, ist, denke ich, unglaublich wichtig. Und dann machen wir eben Meetings zum Arbeiten, mal zum Brainstormen oder zum Austauschen, wenn wir das eben brauchen. Aber tatsächlich, das Arbeiten funktioniert sehr gut, aber der persönliche Austausch, da haben wir dann Meetings vor, um einfach mal zu hören, wie geht's dir denn? Cool. Das Thema Kulturwandel ist schon an der einen oder anderen Stelle heute im Programm angesprochen worden. Hast du vielleicht Ideen, wie man eine Unternehmenskultur von synchrone Unternehmenskultur, die eine sehr starke synchrone Meetingkultur hat, umstellen kann in eine asynchrone Unternehmenskultur? Ist ja wahrscheinlich auch zu begleiten in einer gewissen Weise. Ja, schwierige Frage und gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch gerade eine der Hauptherausforderungen, die wir haben. Und das ist ja einfach das, was wir gesehen haben. Wir haben halt unseren ganzen alten Quatsch einfach in den digitalen Raum transferiert und gemerkt, Mensch, jetzt ist ja alles noch schlimmer als vorher. Ja? Die Meetings waren vielleicht in Person auch schon anstrengend, aber man ist ein bisschen zwischen Meetingräumen hin und her gelaufen, hat sich mal einen Kaffee geholt, hat die Leute getroffen. Und jetzt ist es natürlich einfach unglaublich anstrengend. Und vieles, was auch erstmal toll war, was schön war, dass das so funktioniert hat, ich denke, das ist jetzt genau der Punkt zu reflektieren, was brauchen wir eben und was nicht. Und das muss auch nach und nach gemacht werden. Oder ich würde Teams empfehlen, das nach und nach umzusetzen und natürlich auch immer mal wieder zu reflektieren. Wie gesagt, was funktioniert nicht, ins Team und in sich selbst reinzuhören, was brauche ich, um gut zu arbeiten, was braucht mein Team, um gut zu arbeiten. Aber ganz oft sehe ich auch wenn ich mit anderen Kunden, Kundinnen, Unternehmern spreche, dass allein dieses Verständnis, was ist eigentlich synchrone Arbeit, was ist asynchrone Arbeit, oft noch gar nicht so da ist, weil wir eben auch in unserem alten Mindset von, ne, da machen wir jetzt ein Meeting für, noch sehr, sehr verhaftet sind. Und da jetzt rauszukommen, natürlich auch Kontrolle abzugeben und zu sagen, Leute können wunderbar ihre Arbeit machen, ohne dass sie 5 Meetings täglich haben, das ist natürlich was, wo wir jetzt auch nach und nach hinkommen müssen. Und ich würde kleine Veränderungen anstoßen im Team und dann eben nach und nach gucken, wo können wir noch ajustieren, wo können wir besser werden, wo können wir auch neue Cloud und Lösungen und Technologien einsetzen, die uns dieses Arbeiten eben so erleichtern. An der Stelle eine Nachfrage noch. Also wenn ich, du hast ja gesagt, ich fange im Kleinen an, ich schaue erstmal, was kann ich umsetzen, wo kann ich mir da als Unternehmen vielleicht auch Hilfe holen? Also ne, wenn so dieses gängige Mindset ist, da machen wir mal ein Meeting für oder da setzen wir uns erstmal alle zusammen. Wo kann ich mir vielleicht auch extern Hilfe holen? Wo finde ich Best Practices, wenn ich erstmal schauen will, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, wie geht's denn ohne Meeting? Ja, also es gibt natürlich tolle Initiativen, wo man auch New Work, ich will jetzt gar nicht so dieses Buzzword hier so droppen, aber wo natürlich tolle Menschen auch New Work Beratungen oder die sich mit diesen Themen rund um Zukunft der Arbeit beschäftigen, auch anbieten, Trainings anbieten für Unternehmen. Da kann man sich natürlich externe Hilfe holen. Ist ja auch schon super, heute hier zu sein. Ne? Also ich glaube, wir haben ja auch gleich noch einen Speakers Corner, wo ich mich auch super gerne noch mit ein paar Zuhörern, Zuhörerinnen treffe, austausche, sich mit anderen Menschen, Unternehmern, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen austauschen,
gucken, was wird wo gemacht. Also wie hier zum Beispiel auf der Konferenz, das finde ich ein super Ansatz. Und ansonsten kann man natürlich auch gucken, sich externe Hilfe in Anführungszeichen zu holen und vielleicht auch da einfach mal eine Kommunikationsanalyse machen zu lassen. Was passiert eigentlich im Unternehmen? Wie kommunizieren wir? Wo könnten wir Veränderungen anstoßen? Denn ein Blick von außen, der hilft natürlich auch oft nochmal, weil man ja manchmal selber die Dinge gar nicht mehr so klar sieht. Absolut, ich glaube, das kennen wir alle. Mit Blick auf die Zeit, eine letzte ganz kurze Frage. Du hast uns ja gerade deine Arbeitsplätze im Jahr der Pandemie gezeigt oder zumindest einen Ausschnitt daraus. Was ist denn dein Lieblingsarbeitsplatz aktuell? Ja, der Lieblingsarbeitsplatz, ich hoffe, der eröffnet bald wieder. Das ist tatsächlich unterm Haselnussbaum. Das war wirklich mein Favorite im letzten Jahr. Und tatsächlich, man muss auch sagen, hier auf dem Dorf schnelleres Internet als in Berlin. Also da bin ich ganz dankbar, auch wenn es ja mit Infrastruktur noch viel zu tun gibt in Deutschland. Aber tatsächlich funktioniert das hier wunderbar. Und ich habe im letzten Sommer sehr, sehr viel unterm Haselnussbaum gesessen. Und das war ganz klasse. Und ich freue mich, hoffe, dass das Wetter sich bald in die Richtung entwickelt, dass ich da mich dann auch wieder einfinden kann. Absolut. Wir hoffen, dass das auch ist, dringend die Daumen, dass du bald wieder von da arbeiten kannst. Letztes Update noch zur Umfrage. Inzwischen sind es auch 6%, die sagen, sie kriegen täglich über 100 Mails. 26% sagen mehr als 50 und 38 weniger als 50. Das vielleicht noch abschließend. Vielen, vielen Dank an der Stelle an dich, Rona Fernandes, Co-Gründerin von Cycross. Es war super spannend, mit dir zu sprechen über das Thema Digital Office und wie sich unser Mindset hier auch noch ändern muss.